Ich sehe mich selber nicht im Bett. Ich sehe dich auch nicht. Du bist ein Geist. Da bist du wieder. Ach, weil ich vielleicht in der Hocke war? Nee, nicht. Geh raus, bitte schön. Hör zu. So. Alle die Kakakets weg. Ja, kommen sie mal raus. Muss man was hier können wir denn rein theoretisch noch so bauen? Das ist der Hühnerstall. Das ist der mittlere, nee, der kleine. Premium. Wie viel gehen jetzt in den... 20, glaube ich. In den großen Hühnerstall und in den Premium-Hühnerstall gehen jeweils 20 Hennen? Ja, ich glaube. Ach so, bei dem Premium-Ding hast du ein Fütterungssystem. Große Behälter. Ich will da nochmal eure Kacke wegmachen. Jetzt geht's da halt weg. Okay, dann müssen wir eigentlich Geld machen. Wir haben 868 Geld. Für noch mehr Hennen. Für Eier, dann können wir Eier verkaufen. Ja, also holen wir noch Hühner. Ja. Würde ich sagen. Und fahren tanken. Wo ist denn der Kanister? Der ist unten in der Säge dran. Ist in dem großen Stall auch Wasser? Nicht, dass es so riskant wird. Ja, Wasser ist schon drin. Wasser hat Susi gerade reingemacht. Wir haben jetzt gelernt aus Fehlern der Vergangenheit. Aber hier ist halt cool, du hast halt, du kannst hier die Eier dann aus den Schubladen holen. Das ist quasi so eine Legebatterie. Ich krieg den Kanister hier nicht ab. Dann müssen wir einen neuen Kanister kaufen, doch. Ist das mit den Brettern hier im Weg liegen? Na, du musst den ja auch irgendwie nachfüllen können. Ja, aber ich hab hier nur einschalten. Müssen wir abreißen machen? Ich hab ihn. Okay. Gut. Vielleicht, weil du ihn draufgesteckt hast? Keine Ahnung. Ich könnte rein theoretisch mit dem Kanister das Auto tanken, aber wir fahren ja eh tanken, ne? Ja, aber dann, wenn der Kanister noch so voll ist. Dann verfahren wir ja rein theoretisch mehr Sprit, oder? Ich weiß gar nicht, um was es geht, Nageltermin. Habe ich irgendwas überlesen, oder? So, Tankstelle war links rum. So. Wenn wir dann genug Geld haben, durch Jagd und Eierverkauf können wir uns ein größeres Auto holen. So ein Pickup oder so. So. Nicht das Auto, du den Kanister oder? Keine Ahnung, ich geh mal gucken hier. Schade, dass man hier nicht rein kann. So. Treibstoff kostet nur 1 Dollar. Der Liter, ja. Den Burn. Haben wir hier hinten sind? Ich geh mal gucken. Ja. Ich hab fertig getankt. Ist das hier? Ist okay. So, Kanister ist voll. Hier vor die Zugstrecke.
Aber ob. Nicht, ob so nah an den Gebäuden was zum Jagen ist. Nee. Weiß nicht, wollen wir mal zu diesem Baumarkt fahren? Ja, können wir machen. Warte, ich komme zurück. Nicht, was es dort gibt, aber vielleicht finden wir unterwegs auch noch was zum Jagen. Ich weiß gerade nicht, um was es geht im Chat mit Übersetzung in Google und so. Ja, vielleicht habe ich aber was überlesen. Ich weiß es nicht. Gibt es den Wohnwagen noch, wo du bei der Demo. Ihr war ein Wolf? War ich gerade. Ich war gerade sowas. Ich habe gerade die Waffe weggepackt. Er Was ist kommt, das er kommt. Teil? Wo ist er denn? Easy. Zwei Schuss haben gereicht. Okay, also es gibt hier Wölfe. Aber die Tiere verletzen einen immer, aber man. Nimmt keinen Schaden. Ja, wenn es Vielleicht jetzt ist nicht es so auch richtig verkehrt, oder? eingebaut. Nein, es ist Early Access, ne? Es ist. Nicht Ach ganz am so. Anfang. Was meinst du? Ich denke auch, dass alles gut ist. Ach so, warte mal. Zum Baumarkt geht es doch in die andere Richtung. Ja. Du könntest auch auf dem Schienen jetzt rein theoretisch langfahren. Sollten Wenn wir jetzt das hier rechts tun? vorne, weiß ich nicht, lass es uns tun, fahr hier rechts und dann vorne noch mal rechts und dann fährst du direkt auf den Baumarkt zu. Uah! Das war gut gerettet. Ja, immer den Schienen jetzt geradeaus nach, dann fährst du direkt auf den Baumarkt. Abkürzung! Oh, weiter war. Gott Okay. sei Dank kollidiert man nicht mit dem Ast. Warum ist eigentlich das Radio aus? Oh, guck mal, Weißt du? hier steht voll so ein Baumfäller-Ding. Da hinten ist ein Rehe. Was ist denn das hier? Schickes. Gut. Oh, warte. Ich komme mit. Fleisch holen. Wir hätten vielleicht doch so eine richtig leuchtende Farbe fürs Auto nehmen sollen. Ich will das im Wald auch gut finden. Ja, also im Zweifelsfall kannst du es dir ja markieren. Ah. Wo ist das Vieh jetzt? Jetzt finde ich das Fleisch nicht mehr. Sind wir da links, oder? Mist. Ah, hier. Gut. Aber dann schaffen wir es heute nicht mehr, die Hennen, also zwei Hennen oder so zu holen. Oder Wir müssen doch eh drei. noch das Fleisch verkaufen, oder? Ja, aber, naja, es ist 14 Uhr. Na gut, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie lange wir zum Baumarkt brauchen. Gib Gas! Also ich kann meine Kamera drehen als Beifahrer. Ja, hier geht's auch, aber auf der Straße ging es erst irgendwie nicht. Oder ich habe die Maus nicht doll genug bewegt. Weil das ist ein bisschen schwerfällig. Das ist der Baumarkt, oder? Ja, das ist der Baumarkt. Der sieht aber nett und einladend aus. Hallo? ja. Wie bist du hier rein? Hallo? Wie bist du hier Na, reingekommen? hier ist offen. Na toll, ich bin voll falsch. Aber das ist leer, da kommt bestimmt noch Ach was. so, guck mal, hier ist übrigens ein Tunnel.
Bestimmt für Anbausachen dann irgendwann mal später. Aber hier ist eine unsichtbare Wand. Okay, dann können wir jetzt zum Laden fahren. Schade. Zitiere. In die Richtung müssen wir dann zum Laden. Okay. Du navigierst einfach der Straße nach rein, theoretisch, da, oder? Bier, Bier, Bier! Zwei Bären, aber das Fleisch kriegen wir nicht weg. Greifen die Ja. sich an? Mal nachladen. Das ist der zweite. Ach, da. Drei, dahinter ist noch einer, pass auf. Ich nehme den hier rechts. Ja, ganz hinten ist noch einer. Aber ich kann nur einmal schießen, dann muss ich nachladen. Ganz hinten kommt noch einer. Ja. Ich habe jetzt auch nur noch drei Schuss. Jetzt habe ich noch zwei Schuss. Müssen wir uns wieder aufteilen für den hier. Werdet nicht gierig. Zu spät! Ja, da kommt noch einer. Da hinten ist dann noch einer. Was ist hier los? Holy fuck. Da ganz hinten ist noch einer. Entschuldigung, wir wollten dir nicht ins... Entschuldigung. Da sind noch zwei auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob die es sieht aus wie Steine, die hier rumliegen. Hallo Typ. Hallo Typ. Der eine steht einfach nur da. Ganz hinten ist noch einer und ach, lass uns fahren. Hier sind so viele. Das sind mindestens noch vier. Weiß nicht, aber wollen wir die alle. Wollen wir hier markieren, dass hier welche liegen und dann. Ja. Warte mal. Der haut ab. Wir müssen schon fast wieder neue Muni kaufen. Ich habe noch 42 Schuss. Also ich kann noch 10 Bären legen. Ja, ich habe auch 42, okay. Haben wir noch Platz hinten auf dem Wagen? Ja, ein Stück vielleicht. Liegt denn hier einer da? Also, hab eins. Typ, wie geht's dir? Bist du gut durch die Woche gekommen? Was ist denn hier los, ey? Aber wenn wir das noch ein bisschen noch... Warte mal. Nee. Doch, da kriegt man nicht... Nee, das geht nicht. Also wir müssen jetzt hier auch mit Karacho durch, wenn da so viele Bären sind, ne? Ja, ich gebe Vollgas. Wir brauchen definitiv ein größeres Auto. Oh Gott. Ja. Aber das hier ist voll das Bärenland. Wow. Oh okay, wir wissen, wo wir Bären und wo wir Fleisch herbekommen, auf jeden Fall. Also beim Baumarkt sind ganz viele Bären. Ach, du Kacke. Bären mit Ä, nicht mit E. Bären. Und jetzt, wo lang? Links. Auf der Karte zumindest links. Ja, ja, genau da. Ich denke auch, ist jetzt eigentlich egal, was erst mit den Hühnern und Fachtermini. Nee, bei Twitch. Manchmal nimmt man ja auch mal was mit Absicht. Oder verspielt man was mit Absicht mal ein bisschen falsch. So. Ja, super. Ja, ich bin erst auch oben gelandet. Hallo, wir haben schon wieder Fleisch. Wir waren fleißig. Die sitzt dort immer an ihrem Tresen ja. Und guckt, wie... Die macht immer einen ganzen Tag nichts. Die ist einfach immer ein ganzer Tag. Wenn es blitzt. Was macht die eigentlich? Kreuzworträtsel. Schminkt die sich? Bestes Wetter hier. Regnet es relativ oft, oder? Ja. War das alles? So, ja. Wollen wir jetzt noch irgendwas mitnehmen? Also kaufen? Also ich habe noch 42 Schuss. Ich habe auch noch 42 Schuss. Wir haben jetzt 1000 Dollar. Reicht uns mal, oder? Warte, zwei Hennen können wir mitnehmen. Oh, das Bärenfleisch lassen wir es mal dort liegen. Wollen wir wieder so eine kaputte goldene mitnehmen? Versuchen wir es doch mal. Eine goldene und noch eine weiße.
so. Ihr habt euch nur geeinigt. Und jetzt suchen zwei Fachleute für euch Verbesserungspotenzial. Okay. Wir müssen ja den Bildungsauftrag hier erfüllen auf Twitch. Zum Freitagabend. Ist den Hühnern nicht schlecht wird hinten drauf? War gefährlich. Also. So. Ich weiß nicht, ob wir wirklich mal zum Autohaus fahren müssen und Auto reparieren oder so. Ich sehe immer nur die Tankanzeige. So. Na, ihr zwei beide da drin. Wenn das Goldene wieder stirbt, dann sind die goldenen Hühner verbuggt. Brauchen die Futter? Nee. Sieht so leer aus. Aber die hängen immer an der gleichen Stelle hier rum und die. Ich glaube tatsächlich, da ist kein Futter mehr drin. Warte mal. So. Jetzt voll. Krieg auch keine Statistik an. Och, aber Essen und Trinken ist halb. Guck mal, der Hahn geht trinken. Also, das funktioniert. Ich finde es blöd, dass du bei den Krügen halt keine Anzeige hast. So. Ja, vielleicht kommt das noch. Ich fände es halt auch cool, wenn man jetzt hier noch einen Zaun drumherum bauen könnte. Den Kanister, stellen wir den einfach ins Haus erstmal. Ja, oder auf die Veranda oder so, irgendwie. Wie du willst. Oh, wohin? So. Schlafen? Ja, brauchen unsere 12 Stunden Schlaf. Mit der Lampe an der Stirn. Regnet es immer noch? So, guten Morgen. Oh, dass die Tür immer nach innen aufgeht. Gibt es eigentlich schon Küken? Ja, es gibt hier drin 3 Eier. Guck mal, wie die rausstürmen. Oder brauchen wir das Ding zum Eier ausbrüten? Ist das dieses Ovo-Dingsbums? Ja, vielleicht. Wir werden es sehen. Weil hier liegen halt 3 Eier drin, aber die will ich nicht anfassen, sonst wird die Mutti wieder böse. Ja. Wer Hühner verdursten lässt und alles umfährt, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, ist eindeutig ein Negativbeispiel. Ja, das ist schwierig da mit dem Bildungsauftrag. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel und Negativbeispiele braucht man immer. Ne? Weiß man ja nicht, was einem blüht. So, geh mal Bärenfleisch holen. Ja. Müssen Kohle machen. Also auf zum Baumarkt. Am besten. Ja, fahr mal. Andere Richtung, egal. Kannst du rückwärts? In die andere Richtung. Kann man auf der anderen Seite aus der Ranch raus? Weiß ich nicht. Sieht aus wie ein Weg hier. Ja, müsste. Dann brauchst du die Straße nur geradeaus runter. Wow, 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 ja, jetzt hier geradeaus so, halbwegs. Ich kenne den Weg noch nicht, das ist ganz normal, dann fahre ich immer erstmal an. Und dann vorne die Straße, die Abzweigung. Links, oder? Ja, links, genau. Da geradeaus ist ja dann, da war die Baustelle. Ja. Ist ja nicht. So, und jetzt kommen wir gleich wieder zum Baumarkt und dann ein Stückchen weiter hinter geradeaus. Mit Bremsstreifen, ja.
Okay, dann jetzt nicht. Ah, wenn ich Handbremse ziehe, kriegen wir Bremsstreifen. So, hier liegt ja auch noch das Fleisch rum. Aber ich halte hier irgendwo an.